Der König ist tot, lang lebe der König. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Crusader Kings 3. Hier mit mir und der Dynastie Marburg. Wir haben einen neuen König, Friedrich den Zweiten, hier mit seiner Familie. Und wie ihr schon sehen könnt, mit der alten neuen Krone, die auch schon sein Vater trug. Das habe ich bereits mal kurz angepasst. Und ja, Friedrich hat jetzt die Regierung angetreten. Er wurde noch an Ort und Stelle am Sterbebett seines Vaters zum König ausgerufen. Die Krönung und die Krönungsfeier ist dann auch bald. Jetzt gilt es aber natürlich sofort. Für Trauer ist nur wenig Zeit, die Regierungsgeschäfte zu übernehmen, alles zu organisieren. Und ich habe hier auch schon ein bisschen vorher mal geschaut, was möglich ist. Zum einen habe ich, wenn ich hier meiner Frau sage, soll mir bitte bei der Domänenverwaltung helfen, kommen wir schon mal auf 8 Besitztümer, die hier, wie heißt der Friedrich, verwalten kann. Außerdem ist mir auch aufgefallen, dass wir unten noch 3 direkte Domänen haben, die ja sowieso noch weggehen sollen. Was mir aufgefallen ist, dass die Grafschaft von Casentino unabhängig geworden ist, nicht mehr zu uns gehört. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Fakt ist, dass dieser Typ jetzt tatsächlich nur noch eine Grafschaft hat und damit müssen wir ihm eigentlich nichts mehr wegnehmen. Hätte ich eigentlich auch noch gerne gemacht, habe ich vergessen. Jetzt ist er halt ein sehr unzufriedener Vasall. Aber, nichtsdestotrotz, wir haben ja immer noch unseren Bruder Viktor. Er ist auch rachsüchtig. Diese wohlgestaltete, kerngesunde Person, nach wie vor nächstes Jahr erwachsen, kann ich ihn unterrichten oder geht das nicht? Steht hier zumindest nirgendwo. Ich möchte ihm einfach einen Titel vergeben. Ich mache es anders. Wir machen es ganz anders. So, weil der hier gefällt mir nicht. Ich sag, wie es ist, ich finde den nicht cool. Grafitumia Ladislavic von Polisine, der ist mir nicht ganz geheuer, ist aber auch relativ stark. Deswegen mache ich Folgendes. Ich gebe hier Treviso, das ist eine Randprovinz, vergebe ich an einen Höfling. Da haben wir bestimmt noch sehr viele. Hier zum Beispiel Sigismund, religiöser Eiferer, Lüstern. Er ist bei mir am Hof. Ich kenne ihn nicht. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Er ist auf jeden Fall kein guter Ritter. Ich würde sagen, um den Hof wieder zu entschlacken, machen wir ihn zum Grafen von Treviso. Er ist auch aus dem Hause. Das hat er jetzt neu gegründet. 20-jährig. Also der kann hier was ganz Großes schaffen. Und jetzt ist es soweit. Wir geben meinem lieben Bruder Viktor die 2 Grafschaften, damit er sich hier unten auch halten kann. Ich mache das ganz ungern, weil er sonst auch wirklich, weil ich habe mal Angst, dass die Vasallen sonst einzeln so mächtig werden. Aber hier möchte ich ganz klar, dass ein Marburger dieses Herzogtum behalten wird, dass dieser Familienzweig lange regiert. Deswegen kriegt das Herzogtum und 2 Grafschaften. Und damit hätte ich noch 11 eigene Domänen von 8, die ich halten darf. Und hier auf jeden Fall einen Vasallen. Das ist schon mal erledigt. Das gleiche machen wir jetzt auch. Kleve wollte ich ja auch ohnehin langfristig wieder abgeben. Das können wir auch an einen Vasallen geben oder, na gut, wir haben hier halt schon einen Herzog, ne? Der ist es einfach, das ist jetzt mir ziemlich egal. Vergeben an, wir gehen mal wieder gucken, Ritten, ne, wir machen das anders. Gibt es hier irgendwie einen Typen, den wir nicht brauchen können? Baldur, wie sieht es mit Baldur aus? Warum bist du am Hof? Wer bist du? Auch niedere Geburt. Ein Schuft. Ja, kann nichts besonders gut. Ich sollte mich eigentlich ganz gut mit ihm verstehen, aber dann geben wir mal Kleve an Baldur ab. Jawohl. Ein de Metz. Also wenn wir einfach ein Metz. Also ein Haus Metz. Genau. Und dann können wir uns mit dem hier gut stellen, indem wir ihm sagen, wir vergeben ihm. Wir geben ihm einen der Vasallen, nämlich der, der zu seiner Grafschaft gehört. Der zu seinem Herzogtum gehört. So, jetzt mag der uns schon mal deutlich mehr. Was ist jetzt noch sein Problem? Ja, okay, das ist einfach, dass wir neu sind und hier generell ein paar Probleme gab.
polnische Kultur. Mal gucken, ob wir es schaffen, den zu einem, ja, guten Vasallen unseres Reiches zu machen. Oh, er ist auch reizlos. Na gut, also ihr seht, jetzt haben wir hier diese Herzogtümer. Wir haben jetzt noch zwei Überlimit und jetzt folgendes. Ich könnte natürlich noch Vaihingen abgeben, das war auch mir nie so wichtig. Dann wäre ich bei 9 von 8 und jetzt gehen wir mal aber davor auf Lebenswandel. Und da bin ich noch ein bisschen mit mir am Hadern. Ich habe mal geguckt, natürlich mit plus 3 auf Domäne könnte ich 9 Domänen halten. Dann wäre ja quasi das ganze Ziel erreicht. So würde es also effektiv gespielt werden. Jetzt ist er natürlich vor allem in Bildung gut. Er ist vor allem gebildet, das ist sein Ausbildungsschwerpunkt. Auf der einen Seite wäre es mal ganz schön, mal was anderes auszuprobieren, also wirklich jemanden zu haben, der eben nicht gut in Verwaltung ist, sondern sich in Studien zurückzieht, in die Gelehrsamkeit. Hier hat er auch schon angefangen, wir haben auch noch einen Punkt übrig. Auf der anderen Seite habe ich damit aus mehreren Gründen ein Problem. Erstens ist es nicht sehr klug. Also man kann, das ist halt ein bisschen, ja, die Regeln beugend, aber jeder, der an der Macht ist und gebildet ist, sollte erkennen, dass es wirklich auch um Verwaltung oder Machterhalt geht. Aber das könnte man quasi von jedem sagen. Also auch Militär ist in dem Fall nicht schlecht. Was mich viel mehr stört ist, ich habe hier seine Eigenschaften und die können wir uns mal ganz genau angucken. Die sind für mich keine typischen Gelehrteneigenschaften. Und auch sonst ist er nicht sehr klug. Also ich meine, also gebildet in anderen Aspekten. Und Bildung ist hier auch nochmal ein Problem, weil wie ist Bildung zu verstehen? Hier im Spiel ist es mit Frömmigkeit verbunden. Nun ist es aber so, natürlich ist es im Mittelalter, das ist glaube ich ja schon das Spätmittelalter, natürlich hat die Kirche, die kirchlichen Institutionen, ja kein Monopol, aber also ist schon ein Primat der Bildung. Hast du schon ein bisschen Anspruch, die Bildung am meisten zu betreiben? Das ist einfach Teil der Organisation. Das ist, hier muss viel archiviert, geschrieben werden. Die Klöster sind auch Horte des Wissens, das ist bekannt. Aber das heißt im Umkehrschluss eigentlich nicht, dass es auch keine private oder bürgerliche Bildung gab oder gerade für Adlige gab es natürlich Privatlehrer und Autodidakten gibt es auch. Und natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, Wissen anzusammeln. Und klar, auch später oder auch in Universitäten oder in Studienfächern, natürlich war das oft auch mit den kirchlichen Institutionen verbunden, aber eben nicht nur. Und deswegen finde ich das hier ein bisschen schade, dass es so einseitig ist. Denn, wie gesagt, diese Person gibt es aber grundsätzlich weder das eine noch das andere her. Denn wir sind ungeduldig. Friedrich ist der festen Überzeugung, dass die meisten Dinge schnell vonstatt gehen sollen. Und zwar sofort. Ich weiß ja also nicht, wie. Es gibt bestimmt Menschen, die sehr schnell lernen können, aber grundsätzlich ist Bildung und sich bilden auch immer eher ein. Also angelegt als ein längerer Prozess. Ich weiß jetzt nicht, wie es funktioniert, wenn jemand akut ungeduldig ist, dass er, ja gut, vielleicht in dem Sinne, dass man schnell viel Wissen ansammeln möchte und wenn etwas nicht schnell verständlich ist, dann geht er weiter. Das könnte natürlich auch so sein, aber grundsätzlich ist jetzt erstmal nicht das Erste, was ich damit assoziiere, dass jemand ungeduldig ist, wenn er sich nicht irgendwie hinsetzen kann und in dem Fall Bücher lesen oder sich irgendwelche Sachen genau anzuschauen. Außerdem ist er sprunghaft. Friedrich entscheidet sich ständig in allem um, was sein Verhalten schwierig vorherzusagen macht. Ich muss zugeben, eigentlich gilt da, also am ehesten könnte man hier wahrscheinlich Intrige oder Kriegsführungslebenswandel wählen, weil das passt ja eigentlich auch irgendwo nirgendwo dazu. Hier geht es sogar, ne, es geht sogar auf Minusverwaltung, aber hat ja nichts mit Bildung zu tun. Hier das Gleiche, hier geht sogar Bildungsabzug. Also. Und hier haben wir noch sadistisch. Nur wenige Dinge bringen Friedrich so viel Freude wie das Leid anderer Menschen. Also, wenn, dann ist er irgendwie interessiert an anatomischen Studien tatsächlich. Aber dann, auch hier wieder, ist er wahrscheinlich auch eher ein Folterer. Ja, also, dann studiert er eher die Vorgänge, die beim Foltern im menschlichen Körper, das ist wahrscheinlich das, was ihn am meisten dann noch interessiert, bildungstechnisch. Also, das wäre auf jeden Fall eine Idee hier mit Folterer, kommt mir gerade so. Und er ist ausgebildet. Das heißt, er verfügt über ein tiefes Verständnis in allen Belangen der Theologie und der Philosophie sowie sämtlichen Inhalten höherer Bildung. Also ich würde ihn tatsächlich, wenn, also auf Folterer oder
auf Körper, also Medizin vielleicht gehen, einfach weil ich glaube, das könnte so eine, vor allem mit sadistisch, das könnte so ein bisschen sein Hauptinteressensgebiet sein. Er ist auch ein auftretender Schwertmeister. Also er weiß, wie er mit Klingen umgeht. Pionier, Trunkenbold, auch hier wieder Trunkenbold. Friedrich hat zur Flasche gegriffen, um auf ihrem Grund nach etwas zu suchen. Ah, ja, das ist. Okay, halt, Moment. Viele Gelehrten. Das könnte schon wieder passen, aber wer ist zu weit von ab, ist ja klar. Diplomatenhöfling. Dafür kann er quasi nichts. Sonst hat er keine temporären Eigenschaften derzeit. Er ist ja, mittelmäßig schrecklich. Ja, ich würde deswegen, um es kurz zu machen, meinen eigenen Ausführungen gemerkt. Ich glaube, ich will ihn auf Einschüchterung haben. Wir können hier natürlich trotzdem sagen, gläubig ist er auf keinen Fall. Anatomische Studien finde ich hier bringt wenig. Aber finde ich irgendwie spannend. Das passt doch vielleicht so ein bisschen zu dem, was er jetzt hier vorhat mit Foltern. Da sehe ich ihn tatsächlich. Also ich glaube, er ist nicht gut, er ist hinterhältig, er ist. Also stand hier irgendwie Schurke, ne? Er möchte. Ich glaube, er wird über Furcht regieren. Das ist so ein bisschen die Marschrichtung, wie ich ihn sehe und jetzt lese. Er hat lustigerweise oder interessanterweise keinen Menschen getötet, noch gar niemanden. Also wir sehen hier niemanden, den er auf dem Gewissen hat, was ich zum Beispiel komplett anders eingeschätzt hätte. So, jetzt ist aber auf jeden Fall, dass wir noch zwei Domänen zu viel haben. Ich möchte jetzt mindestens noch einen abgeben. Das wird jetzt Vaihingen sein. Und Vaihingen wird ein vermutlich direkter Vasall, gehört ja zum Herzogtum Westfranken. Deswegen sollte dieser Graf jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm sein. Ich gucke trotzdem mal unten. Philibert Keusch. Fällt vielleicht irgendwann an uns zurück, auch ungeduldig und ruhig. Ja, mittelmäßig, ne? Das bringt irgendwie alles nichts. Hier haben wir jemanden Gebildetes, finde ich sehr schön, aber auch schon älter. Gerecht, sprunghaft und ehrgeizig. Wir nehmen, aber das finde ich ja ganz gut. Wir nehmen den. Graf von Vaihingen. Und er gründet auch das Haus Vaihingen. Vielleicht wird er noch Kinder kriegen. Ich meine, Zeit hat er noch. Und schauen wir doch einfach mal, was daraus wird. Setzen wir noch eins über der Schwelle. Ich bin jetzt mal so frei und lasse das so bestehen. Ja. So. Dann die Sachen mit Artefakt und Hofhalt machen wir später, genauso wie Huldigen. Jetzt geht es erstmal darum, das eigene Reich ein bisschen zu konsolidieren oder einzurichten. Und ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt diese Folge auch nicht mehr die Zeit weiterlaufen lassen werde. Sondern jetzt kommen gerade nur noch so ein paar einfache Momente der Zuordnung. Also Herzog Eberhard von Bar sehe ich schon, ist einer der mächtigen Vasallen und hat vor allem Punkte bei Kriegsführung und Verwaltung. Und Verwaltung ist hier oben schon besser. Dann nehmen wir Herzog Eberhard von Bar als Ratsmarschall. Dann mag er uns ein bisschen und das passt ganz gut. Ademar müssen wir schauen. Ademar mag mich gar nicht. Und das kommt auch daher. Auch da können wir kurz einen Blick drauf werfen. Er hat natürlich jetzt schon einige Rivalen angesammelt. Einer davon ist zum Beispiel Herzog Siegfried von Luxemburg. Das heißt, ich kann ihn eigentlich. Logischerweise sollte ich ihn nicht nehmen. Man setzt nicht seinen Rivalen in den Rat. Das ergibt wenig Sinn. Ademar, der aber auch gerade im Rat ist, ist Erzeugwart und Ratsverwalter. Ich denke, das wird er nicht bleiben. Und Bürgermeister Eberhard von Büdingen ist ein weiterer Rivale. Und das möchte ich jetzt vielleicht auch ein bisschen berücksichtigen bei der Vergabe der Posten. Herzogin Mathilda, die Pfählerin von Niederlothringen. Ich glaube, das klingt schon mal sehr charmant, sehr vertraut. Die wollen wir auf jeden Fall dabei haben. Und hier können wir jetzt unseren Bruder einsetzen. Das ist eine sehr schwierige Geschichte. Er ist an sich sehr gut. Also wäre geeignet dafür. Mit der beste mächtige Vasall, aber auch sonst jetzt nicht so schlecht. Hier habe ich natürlich ein Problem. Er mag mich gar nicht und das kommt daher, weil er einen Sitz im Rat möchte und Anspruchsteller auf Titel ist und Saarbrücken gerne hätte. Also der ist da ein bisschen ungemütlich, wird natürlich trotzdem in den Rat geholt. Keine gute Idee, aber mal schauen. Er gilt ja als vernünftig und ein Abenteurer vielleicht. Wird da also nicht ganz so viel passieren. Ja, und das gleiche haben wir dann noch mit Ademar, den müssen wir natürlich jetzt noch austauschen, so gut er auch sein mag. Da können wir einen anderen Bruder nehmen, Prinz Gottschalk. Der soll's werden. Sie die Brüder mit in den Rat geholt. Ich finde, das ist ganz vernünftig eigentlich, auch wenn er hier auch Titelansprüche hat und deswegen, ja, und auch die Sadismusnummer von uns, die kommt nicht ganz so gut an. Aber ja, der Rat ist damit besetzt. Der Rat des Lehnsherrn hat ja so wieder eine freie Stelle. Ich glaube nicht, dass ich die besetzen kann. Mit 11. Vielleicht, ne, aber rollenspielerisch. Er ist halt einfach kein Verwalter und deswegen wird er sich darauf auch nicht stürzen. Die Nachfolge im Heiligen Römischen Reich, wie sieht es denn hier derzeit aus? Herzog
Setzier von Ostfranken wird es derzeit meine Stimmstärke ist. Bei 2, ich könnte also meinen Cousin Prinz Boleslav hinaufhieven und König Magnus könnte es zumindest Stimmgleichheit bekommen. Aber nein, wir nehmen Boleslav Rogalla. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Erstmal Cousin. Eine nette Geschichte, das können wir uns auch noch angucken. Hier gibt es sehr viel anzugucken. Ich habe ja die Schwester des Königs von Savoyen, deswegen haben wir auch noch das Bündnis. Die Mutter ist eine Rogalla, daher ist auch der Kaiser der Zeit unser Onkel. Darf man nicht vergessen. Jo, viel gesprochen, viel los. Unser Erbe ist Prinz Konrad von Rheinhessen. Ja, der bekommt, also dafür, dass er erst 7 ist, Anführungszeichen, mit Ausbildungsschwerpunkt Diplomatie, hat er aber überall schon mal gute Werte, fast schon hier so gut wie der Vater. Den würde ich gerne ausbilden lassen, das können wir mal schnell schauen. Hast du einen Vormund? Ja, mich. Da würde ich jetzt mal gucken, haben wir denn die ganzen Ämter da, mögen uns die Leute nicht, das ist eigentlich nicht gut. Das ist eigentlich nicht gut. Leopold von Hessen könnte ein Genie sein. Das bringt was? Hat eine Chance, wieder inspiriert zu werden. Aha. Durchschnittlich. Den nehmen wir aber trotzdem. Ein Genie können wir immer gebrauchen. Und Ademar wird auch weitere Ämter enthoben. Den wollen wir hier nicht haben. Auch wenn er durchschnittlich ist, auch Leopold wird, jawohl, bekommt 2 Ämter. Das muss sein. Hoftutor Gotthard, wie gut bist du? Naja, auch nur leidlich besser. Du bist halt ein Arzt, aber arrogant, ehrlich, faul. Da werden wir das nicht abgeben. Über der Nomenschwelle die gefährliche Fraktion. Sehr gefährliche Fraktion. Warum hat er. Oh, er hat auch Nassau. Jetzt ist interessant. Grafschaft von Paderborn. Warum ist Nassau? Naja, wenn der mich eh nicht mag. Pass mal auf, da muss ich mal kurz nachgucken. Und wenn ich dem jetzt den Titel, den Vasall aberkenne, würde das nicht annehmen und wird wahrscheinlich aufbegehren, aber derzeit noch als Einziger. Was ist eigentlich jetzt klug loszuschlagen? Das werde ich das nächste Mal machen. Dann habe ich auch gespeichert davor. Ja, das war's jetzt erstmal. Nächste Folge dann die ganzen Königshofgeschichten und dann geht's auch versprochen schon weiter. Tut mir leid, dass jetzt hier in der Folge nicht viel passiert ist, aber ja, das muss jetzt erstmal sein. Und dann bin ich ganz gespannt, wie Friedrich II. Von nun an regieren wird. Ob und wie lang vor allem, wenn er sich schon so viele Feinde gemacht hat. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Ich hoffe, wir bekommen hier noch ein bisschen mehr Soldaten. Geld auch noch mehr, weil das ist sonst echt ein krasser Absturz. Das muss ich alles noch einrenken, hoffentlich im nächsten Monat. Das werden wir das nächste Mal dann sehen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Liked das Video, kommentiert. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.